Hallo liebe Leute, ich bin der Desidious, aber Abonnenten dürfen mich auch Desi nennen. Und heute schauen wir uns mal wieder in Mario Maker 2 an. Spielt das überhaupt noch irgendjemand? I don't know. Wenn ihr auf jeden Fall mehr Folgen sehen wollt, dann schreibt jetzt Hashtag Mario Schmario in die Kommentare und dann gibt's mehr Folgen. Ja! Ich habe das jetzt halt ewig lange nicht mehr gespielt. Ich habe mal nachgeguckt, wie lange ich es insgesamt gespielt habe. Es sind fucking 85 Stunden. I don't know, ich bin trotzdem mega schlecht. Und als richtig krassen Clou habe ich mir einfach mal überlegt, wir spielen mein einziges hochgeladenes Level, das ich jemals gemacht habe, die fliegenden Schlangen, was ganze 5 Herzen innerhalb von 3 Jahren bekommen hat, dann kann das ja nur ein sehr gutes Spiel sein. 1% Abschlussrate, let's go. Guck mal, man muss alle 50er Münzen sammeln, jetzt wissen wir ja schon mal Bescheid. So, Mario, ich habe nicht mal, okay, man kann diesen Drehsprung machen, man kann eigentlich nur laufen und springen, nicht wahr? Mehr ist Mario gar nicht. Dann kann das ja gar nicht so schwer sein. Ich erinnere mich, okay, ja, fliegende Schlangen. Da ist die erste 50er Münze, die holen wir uns natürlich, weil wir ein Profi sind. Okay. Gut, also das lief ja schon mal ganz in Ordnung für den ersten Versuch. Wie hat denn Klein Dizzy vor 3 Jahren so gedacht? Hat er gedacht, haha, ich mache ein Kaizo-Level? Wow! Oder was geht ab? Also, ist das jetzt ein Fake oder ist das scheint ein Fake zu sein. Ja, und wie komme ich dann wieder hoch? Ja, auch nicht. Ah, meine Schlange geht wieder weg. Lol. Ja, aber wie soll ich denn da wieder hoch? Ach, der kleine fiese Dizzy hat hier nämlich einen Block versteckt. So, da können wir bestimmt einfach hoch, bevor das Feuerding kommt. Und dann warten wir ganz kurz auf unsere Schlange. Gehen auf unsere Schlange zurück. Und... ja, Klein Dizzy dachte sich natürlich, ja, wir machen so ein Fake-Kaizo-Level, wo überall Scheißblöcke sind. Weiß ich Bescheid, Dizzy. Weiß ich Bescheid, Dizzy von 2019. Du kleines, blödes Arschloch. Man sollte meinen, dass mein eigenes Level mega einfach für mich sein sollte, aber nope. So, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Aber wenn ich mich klein mache, sollte das doch trotzdem gehen, ne? Haha, ich habe Dizzy ausgetrickst von damals. So, okay, jetzt aber. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich eben sagen wollte. Oh, Mario. Leute, was haltet ihr denn von Mario? Guckt ihr noch Mario-Spiele? Kann man die aufsetzen? Darf man da raufgehen? Oh, nein. Gib mir einen. Geil. Okay, das weiß ich nämlich auch noch. Der Josh hat das nämlich... Ah, wieso ist die so schnell? Für auch mal gespielt. Und der hat hier ganz viel kaputt gemacht. Einige Sachen weiß ich da... Oh, nein. Okay, dann nehme ich die halt mit. Oh, da ist eine Tür. Oh mein, okay, das lief ja richtig gut, der zweite Teil. So, dieser Teil war, glaube ich, richtig. Also, ich habe auch meines Wissens keine Checkpoints eingebaut. Okay, wir müssen nach rechts, dann nach links. Irgendwo wird garantiert auch noch eine 50er-Mütze sein. Ach, egal. Let's go! Okay, die 50er-Mütze haben wir. Wir sind auch immer noch groß. Nein, ich bin zu langsam! Hast du Schlittschuhe an den Füßen oder was? Hä, man darf doch nicht auf die rauf. LOL. Aber, okay. Ich hinterfrag das gar nicht. Oh, Mann. Toll. Ha, ausgewichen. Ich reiche schon wieder viel zu viel rum. Ich habe beide. Nevermind. Aber ihr seht schon, ihr habt es hier mit dem absoluten Mario-Profi zu tun. Also kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich mein eigenes Level dann auch mal geschafft habe. Nein! Oh Gott, das ist eben auch schon passiert. Okay, ich habe das Ding immer noch. Ich bin mir ziemlich... Ah! Nein, 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 nein! Lass mich doch bitte da... Oh. Ich kann es auch schaffen. Ich habe es auch geschafft. Ja, lol. Wer braucht schon diese komische Schlange? Jetzt bin ich halt klein. Aber ich glaube, das wollte ich sowieso... Okay, so, das lief ja schon mal richtig gut. Okay, 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 okay. Diesmal kriegen wir es hin. Wow! Springt da einfach in den Abgrund, einfach in die Lava rein. Weißt du nicht, dass der Boden Lava ist? Wenn der Boden Lava ist, dann geh doch nicht in die Lava rein. What the fuck ist passiert? Oh Mann, Leute, ich bin ganz ehrlich, das sollte eigentlich nur so ein kleiner Reinkommer sein, damit ich wieder in dieses Spiel reinfinde und dann ist mein eigenes Level einfach so ultra schwer. Also zumindest für mich. Ich weiß nicht. Naja, 1% Abschlussrate, ne? Ja, ja, ich bin ein guter Game Master, der richtig gute Level machen kann. Oh, ich kann diese Steine kaputt machen. Habt ihr das gesehen? Mit meinem coolen Helm kann ich Steine kaputt machen, wenn ich von unten dagegen laufe. Das ist ja höchst interessant. Oh, ich könnte so eine Shell mitnehmen und sie mir aufsetzen, damit ich ein extra Leben habe. So, darauf landen, dann da hoch, dann kurz auf die Schlange warten. Ja, geil, drauf landen. So, ich glaube, jetzt ist das gar nicht mehr so schwer. Okay, kurzer Sprung. Kurzer Sprung. Okay, das ist schon der letzte Abschnitt. Ich bin mir ziemlich safe, dass das der letzte Abschnitt ist. So, wir müssen... Oh, da war ein Schalter oben. Warte, ich bin wieder im letzten Raum. Kann ich,
wenn ich hier links rüber hüpfe. Ja, ich kann das Ding. Nein, ich kann das. No, 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 no. Ich hätte es aber retten können. Da unten ist auch die andere Schlange. Ich hätte einfach die rechte Schlange auslösen können. Okay, Leute. Jetzt gehen wir in den Schwitzmodus über. Mann, gib mir jetzt meinen Pilz hier. Noch ein drittes Mal lasse ich mich nicht treffen. Triff mich einer, ist okay. Triff mich zweimal, ist immer noch okay. Aber dreimal? No way. Okay, okay, okay. Let's go. Diesmal kriegen wir es hin. Easy peasy. Kann ich nicht auch einfach hier links hochgehen? Jetzt mal ohne Witz. Wenn ich hier hochhüpfe. Nein, ich habe meine Plattform kaputt gemacht. Aber an sich geht das. Ich glaube, ich habe mein eigenes Level gerade geschießt. Ich glaube, ich kann mein eigenes Level schießen, wenn ich mich nicht selber dabei schieße, wie ich schieße. Ich käse mein Level jetzt. It's cheese time! It's cheese time! Okay, okay, okay. Wir haben keinen Helm, wir sind nicht groß. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Let's go! Ich habe es geschafft. Bam! Auf die... Oh, ja, 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 ja. Come on, come on. Okay, let's go, let's go, let's go. Das haben wir eben auch schon beim ersten Mal hinbekommen. Ja. Okay, wir müssen hochhüpfen, hochhüpfen. Nicht vergessen, hochzuhüpfen. Nochmal. Reingehen. Habe ich schon das ist die letzte. Oh Gott, okay, was muss ich machen? Einmal darüber. Kann jetzt noch irgendwas kaputt gehen? Ja, ich erinnere mich. Ah, da kommen Sachen von unten. Wieso geht denn mein Floß unter? Ich dachte, ich müsste einfach nur bis zum Ende. Cheese. Oh, ich bin groß, ich bin groß. Ich glaube, das ist... Nee, das ist gar nicht gut. Weil ich dann hier ja gar nicht so gut hoch komme. Bam, auf die Schlange. Und hier wäre das auch nicht gut. Also hier würde ich spätestens verlieren, dass ich groß bin. Das hat der Dizzy schon ganz gut gemacht. Okay, aber es wird immer besser. War das jetzt schon mit dem Hochspringen? Ja. Ich habe ihn nicht bekommen. Ich habe ihn einfach nicht bekommen. Okay, 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 okay. Okay. So, zweimal hüpfen. Einmal einen kleinen Jump, dann... Komm, Mann, was ist denn das für ein Müll? Geht, lass mich da jetzt rein. Lass mich da rein. Ich will da rein. Oh, scheiß drauf. Nehme ich diesmal nicht mit. So viel einfacher. Okay. So, das haben wir ja schon die ganze Zeit hinbekommen. Außer dieses Mal. Warum denn auch nicht? Let's go. Ja, 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 ja. Okay. Zu aufgeregt. Ich war zu aufgeregt. Ja. Alle. Ab, ab. La. Bum. Okay, 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 okay. So, der Rest ist doch einfach richtig easy. Das ganze Level ist easy. Ich weiß gar nicht, warum ich solche Probleme damit habe. So, ein kleiner Drehsprung. Ja, danke, in die Tür rein. So, wo sind wir jetzt? Im letzten Dings, ne? Okay. So, bitte nicht da oben. Danke. Okay, okay, let's go. Hier, wenn ihr die Fanfare erkennt... Oh Gott, wo muss ich mich hinstellen, dass ich nicht getroffen werde? Dann... Nein, nein, komm schon! Okay. Oh mein Gott, ich habe mich wieder verarschen lassen. Hier ist die letzte 50er-Münze. Ja, ein Sternchen! Ja! Und einfach in den Tod springen! Wuhu! Ja! Wir haben es geschafft, Leute! Wir haben es geschafft! Ich bin so happy, dass wir es geschafft haben! Ich bin der Beste in diesem Spiel! Oh, das sollte eigentlich nur zum Reinkommen sein. Und jetzt ist das so ein Scheiß gewesen. Leute, ich habe nicht mal eine Zeit. Wieso kriege ich keine Zeit? Und der Stelzer ist in einer Minute geschafft. Das ist der René, das weiß ich noch. Gott, das war ja richtig anstrengend. Aber wenn ihr die Fanfare am Ende erkannt habt, dann schreibt mal Hashtag Ukulele in die Kommentare. I don't know. Okay, ja, das war doch schon mal schön. Das hat jetzt auch überhaupt nicht lang gedauert oder so, aber ich glaube, ein Level können wir trotzdem noch machen, oder? Hier, Level suchen. Wir machen einfach mal eins der beliebten Level, weil die sind beliebt, dann müssen die ja irgendwie gut sein. Und wie ich sehe, Speedrun, Refreshing, das klingt interessant. Speedrun und irgendwelche Musiktracks sind immer noch sehr weit oben. Oh, Kaizo gibt's auch. Kaizo werde ich garantiert nicht machen. Ihr habt gerade gesehen, wie scheiße ich bin. Aber ja, sowas ist immer noch, wie vor ein paar Jahren, immer noch ganz weit oben. Aber dieses Refreshing hört sich ganz gut an. Spielen wir das mal. Du musst jetzt mal ein bisschen runterkommen nach meinem eigenen Kacklevel. Alright. Start. Okay, Start. Stato the game. Gameru. Okay, ich vermute fast, das ist es schon fast. In den beliebten Leveln drin? Sowas? Ich bin so verwirrt. Das war kein gutes Level, fand ich.
Ich meine, das war kein gutes Level. Okay, wir machen noch so einen Musik-One. Das ist dann der Rauschmeißer, ja? Wenn das ein richtig schlechtes Lied ist. Vielleicht kann ich... Kabi! Das heißt Kirby! Also wird es ein Kirby-Lied sein, nicht wahr? Muss ich irgendwas machen? Ja, man muss springen. Na, la, 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 la. Kirby ist ein rosa Kerl, der komische Leute aufsammelt. War's das schon oder geht's noch weiter? Ui, es geht weiter. Second round! Are you ready? Oh. Das Ende war schön. Das Ende war sehr schön. Ja, also ich habe in Erinnerung, dass ich schon mal bessere Lieder... Das ist schön. Und am Ende noch eine Fahne. Sehr, sehr cool. Ja, sowas ist immer ganz nett. Wie hat er das denn bitte 0,2 Sekunden schneller gemacht als ich? Das war toll. Das fand ich gut. Kirby geht immer. Sorry, dass ich gesungen habe. Damit habe ich jetzt wahrscheinlich das ganze Level nicht mehr angenehm gemacht. Aber das war doch schön. Ich habe auch schon gesehen, es gibt hier Superwelten. Die habe ich zum Beispiel damals noch niemals angeguckt. Aber es gibt so Welten. Und da kannst du dann zum Beispiel reingehen. Das ist von irgendwelchen Leuten aus der Community. Und dann hast du hier einfach so eine geile Overworld und kannst ganz viele verschiedene Welten machen. Also wenn ihr irgendwie mal so eine Welt habt, vielleicht irgendwann mal gebaut, dann könnt ihr die auch mal schicken, dann kann ich mir die angucken. Hätte ich vielleicht Lust drauf? Was macht der Toad da? Wie er da geil updatet. Aber ja, das wär's dann erstmal mit dieser Folge. Ich hatte einfach mal Lust, mal wieder in Mario Maker reinzugucken. Und ihr ja vielleicht auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.